Hallo, Reis manuell kochen in der Cook for Me Plus, darum geht es heute. Das Reisprogramm in der Cook for Me Plus finde ich nicht so gut. Das Kartoffelprogramm zum Beispiel ist da um einiges besser. So geht das Reiskochen mit dem Programm. Man wählt das Menü Zutaten und da dann das Untermenü Reis und Cerealien. In diesem Menüpunkt dann weißen Reis. Wir wollen 300 Gramm Reis kochen und stellen das auch ein und bestätigen das und folgen dann weiter den Anweisungen. Jetzt wird man aufgefordert, die Zutaten, also den Reis, mit Wasser zu bedecken. Wie jetzt genau? Keine Ahnung. Gut bedecken, also viel Wasser oder doch eher weniger. Wie gesagt, keine Ahnung. Hat man das Wasser dann drin, geht es weiter. Das Reisprogramm gibt jetzt 9 Minuten vor. Ich verwende Basmati-Reis und der wurde bei meinem Versuch viel zu weich. Schmeckte überhaupt nicht. Also lassen wir das und kochen den Reis manuell. Ich breche das hier ab und gehe auf den Anfang zurück. Wasser habe ich auch gar nicht zugefügt. So, jetzt wählt man den Menüpunkt manuell. Dort wählen wir dann Garen unter Druck und stellen dann 7 Minuten ein. Das reicht vollkommen und bestätigen die Eingabe. Bevor wir jetzt starten, geben wir noch die Zutaten in die Cook for Me Plus, wenn man es noch nicht gemacht hat. Ich habe hier 300 Gramm Basmati-Reis und 500 Milliliter Wasser. Dann den Deckel schließen und die Cook for Me starten. Das war's schon. So, die Zeit ist abgelaufen. Die Cook for Me schaltet am Ende auch automatisch auf Warm halten. Und ich muss sagen, so bin ich mit dem Ergebnis immer zufrieden. Ich habe den Reis jetzt mit einem Servierring angerichtet. Dazu gibt es ein Chili con Carne, das am Vortag übergeblieben ist. So bekommt man auch noch schnell eine komplette Mahlzeit. Ich hoffe mal, das Video hat gefallen und ihr schaut mal wieder rein. Abo und so weiter wäre nett. Ich sag dann mal bis dann, ne? Tschüss!